Ja, liebe Leute, und da sind wir wieder zurück mit Prime, mit Timothy hier und mit mir, dem Darkson, bei Let's Play Alter Ego. Wir sind hier immer noch in dem, ja, Herrenhaus, in dem wir gerade einbrechen und verzweifelt den Tresor suchen. So, das letzte Mal haben wir da hinten Globus gedreht und da hat sich wohl hier die Tür geöffnet, die vorher noch verschlossen war. Und hier gab es noch den Mahagonitisch, den gucken wir uns vorher nochmal an, bevor wir durch die Tür gehen. Hier drin ist nichts. Ich sehe mich woanders um. Gut, das hätten wir uns sparen können. Die Memoiren eines alten Knackers sind mir Schnuppe. Ich will sein Geld. Alles klar, haben wir verstanden. Dann gehen wir da hinten mal rein, ne? Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das mit diesen Armbrüsten, die da an der Wand hängen, was zu tun hat. Oh Gott. Brian, ich hatte Angst, es wäre jemand anderes. Ach, der Alte schläft da. Da schläft einer. Entspann dich. Der Alte nimmt Schlaftabletten. Er ist vollkommen hinüber. Das beruhigt mich ja sehr. Was hast du erwartet? Ich hab doch gesagt, er bewegt sich nicht aus dem Bett. Na schön. Wenn du das weißt, dann kannst du mir auch sagen, wo der Tresor ist und wie wir ihn öffnen. Tja, das ist schon etwas schwieriger. Wie viel schwieriger? Ich konnte mir fast denken. Der Tresor ist irgendwo im Arbeitszimmer. Er ist versteckt, aber ich weiß nicht wo. Und der Alte müsste den Code irgendwo aufgeschrieben haben. Lass mich raten. Du weißt nicht wo. Genau. Ah, ich sehe es jetzt schon. Also, such du mal den Tresor. Ich sehe mich hier um. Toll. Sag Bescheid, wenn du ihn findest. Hier liegt doch was. Ein Tresor passt da nicht rein. Aber vielleicht eine Brieftasche. Da liegt doch was am Kissen. Da liegt doch irgendein Umschlag, so ein Papier. Was zum Teufel machst du da? Ich werfe einen Blick unter das Kissen. Bist du verrückt? Entspann dich. Ich weiß, was ich tue. Ich will nicht wissen, was passieren würde, wenn der aufwacht. Los, umdrehen. Ach Gott. Er dreht sich um. Das war knapp. Was soll das bedeuten? Warum versteckt er die? So, da war doch was mit den Armbrüsten. Der alte Knacker liest was über Armbrüste. Aber warum ist da nur eine Seite unter dem Kissen? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Hier vielleicht? Irgendwas mit Pferdezucht. Nichts für mich. Es rennt sich ziemlich schlecht mit einem Buch in der Hose. Ja, ist schon gut. Geht hier sonst noch irgendwo was? Mit Brian rede ich jetzt mal besser nicht. Was gibt's denn hier sonst? Ach du Scheiße. Der Ratternkorb. Sehr beliebt. Nichts. Die Socken des alten Knackers interessieren mich nicht. Nur Lumpen. Nichts für mich. Lumpengesindel. Wer weiß, was dort ist? Mach doch mal auf den großen Schrank. Was zum Teufel machst du da? Nichts. Ich wollte dir nur helfen. Ich komm schon klar. Geh ins nächste Zimmer. Also wirklich viel... Ach, was... Oh, die Bettglocke, die Leute schätzt bestimmt nicht, Leute. Das könnt ihr vergessen. Armbrüste. Was ist denn, wenn ich das hier mit den... Nee... Alle Bücher sind echt. Das hat mir doch alles schon. Bewegt sich nicht. Was ist denn das hier mit der Seite mit den Armbrüsten? Der alte Knacker. Ja, so weit war ich schon. Vor allem werden die Armbrüste hier als Bogen bezeichnet. Hilft mir auch nicht wirklich weiter. Kann ich da noch irgendwas untersuchen? Nee. Das Bücherregal und hier den Schachtisch, ne? Dem Schachtisch geht auf jeden Fall irgendwas. Aber was hat es hier mit der Seite auf sich von dem Buch? Kerzenständer hätten wir hier noch. Tja, alles blöd. Das ist alles schön sortiert hier, ne? Das ist alles super. A, B, C, D. Na, was verbirgt sich hier dahinter? I. Das könnte was mit dem Schachbrett zu tun haben, ne? Ihr kennt es ja. Bauer auf C3, sage ich mal, oder irgend sowas, ne? Dass man da irgendwas machen muss. Wer würde denn Bücher stehlen? Die wiegen eine Tonne.
Er soll sie stehlen. Seltsam. Hier liegen die Bücher mehr durcheinander als woanders. Aber das muss nichts bedeuten. Diese Bücher sind so eng gestellt, dass sich keins herausziehen lässt. Puh. Warum hat der Alte sie? Das ist eine gute Frage. Ich kann keinen dieser Titel lesen. Das hatten wir auch schon. So, Reihe D. Ich dachte, es könnte eine falsche Wand sein. Aber es ist nur ein Regal. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich kletter da nicht drauf. Was soll ich da? Müssen wir die Seite mit den Bücherregalen hier irgendwie kombinieren? Nee. Was will er mir jetzt hier mit der Seite sagen? Schachtisch macht er ja auch nichts. Das Schachbrett ist am Tisch befestigt. Aber man... Ja, das ist mir alles schon klar, Timothy. Ach, der Spiegel. Das ist zu hoch, da kommt der Alte sicher nicht dran. Wenn wir den zerschlagen würden, wäre sofort das ganze Haus wach. Du sollst nicht zerschlagen, vielleicht spiegelverkehrt irgendwas? Nee. Ach, jetzt hat der Spiegel sich auch schon im Wohlgefallen aufgelöst, okay. Alles sehr, sehr dürftig hier. Können wir mit ihm noch was machen? Wie verrückt er auch sein mag. Hauptsache, ich kann mich auf ihn verlassen. So, was haben wir denn? Der alte Mann. Ich will nicht daran denken, was passiert, wenn er aufwacht. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ach, du sollst ihn noch nicht umbringen. Du sollst mal zur Seite rollen oder so. Die Bettglocke. Da waren wir noch nicht. Gucken wir uns das mal an. Der Alte könnte um Hilfe rufen. Keine gute Idee. Das würde Scheiße. Das ganze Haus aufwecken. Alter Mann mit... Ja, mit was, ne? Der alte Mann, da liegt er. Und ich weiß nicht weiter hier, ne? Das ist super. Entzünden? Die Schlüssel unterschmuggeln? Nee. Alter Mann. Da liegt nur ein alter Mann, mehr nicht. So. Mit dem Bücherregal, was hat das auf sich hier? Und mit den Bögen, muss es doch auch noch irgendeine Bewandtnis haben? Diese Antiquitäten lassen sich teuer verkaufen, aber der kommt irgendwie nicht runter. Gute Arbeit. Wenn wir mit dem Tresor fertig sind, nehme ich noch ein bisschen Beute extra mit. Können wir die alle mal untersuchen? Wie angeklebt. Ich frage mich, warum man den nicht abnehmen kann. Weil er wohl extra festgeklebt ist. Der lässt sich kaum auch nur zurückziehen. Diese Antiquitäten lassen sich teuer verkaufen. Der lässt sich kaum... Oh Gott. Wenn ich mir die Seite mal hier genau irgendwie angucken könnte, ne, wäre das schon hilfreich irgendwie. Aber geht ja leider nicht. Geht ja leider nicht. Hilft nur eins, da gehen wir da hinten nochmal hin. Kerzenständer, können wir da noch was machen? Ein bisschen Licht. Damit hier. Könnte ich nicht rennen. Ich will. Ja. Damit könnte ich nicht. Aber Licht könntest du mal machen. Macht auch nicht. Schlüssel mit Kerzenständer. Dokument mit Kerzenständer. Nee, er macht gar nichts hier. Die Tür will er auch nicht. Ach, es ist zum aus der Haut fahren hier. Jetzt hänge ich wirklich fest, Leute. Jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Alte da hochklettert. Das letzte Mal habe ich schon gesagt, die Rätsel sind so leicht und einfach. Ja, von wegen. Jetzt geht es nämlich auf einmal los. Ich kletter da nicht drauf. Was soll ich da? Ja, was soll ich da? Seltsam. Hier liegen die Bücher mehr... Wer würde denn Bücher stehlen? Das hatten wir alle schon. Das hatten wir doch alle schon. Diese Bücher... Es lässt sich nichts herausziehen. Und da will er auch nicht rausgehen. Es ist zu gefährlich. Ich bleibe hier. Ja. Es ist alles so ruhig. Nichts tut sich, nichts bewegt sich. Und ich weiß nicht weiter hier. Es ist alles nicht so... Ich dachte, es könnte eine falsche Wand sein. Es ist nur ein Regal. Es hat doch bestimmt was... Ja, den, ne? Muss ich mir die in einer bestimmten Reihenfolge angucken, oder wie?
muss ich wieder zurück in den Keller. Ah, Moment. Mit der Traubenpresse, ja, aber ich habe ja nichts zum Zerpressen, ne? Gab's draußen noch irgendwas? Nee, der pennt da noch. Er hat was dabei, aber ich sehe nur nicht, ob es ein Gewehr oder ein Besen ist. Aber ich gehe da nicht hin. Da ist immer noch Schlamm. Da ist immer noch Schlamm. Feuer machen können wir auch nicht. Was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten, liebe Leute? Was bleibt denn noch über? Wenn man daran zieht, wird alles darin zermalmt. Zermalmt. Wenn man daran zieht, wird... Ja, ist gut. Ich hab's begriffen. So, und da sind wir wieder, ne? Also, was geht hier mit dem Tisch, bitte? So, und hier muss doch irgendwo eine Uhr sein. Das macht tickel, tackel, tuckel. Wie verrückt er auch sein mag, er kommt schnell voran. Ich sollte mich auch beeilen, damit die Arbeit so bald wie möglich getan ist. Ihr seid alle gut, ey. Ihr seid alle super. Ich komme hier überhaupt nicht voran, Leute. Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich tun muss. Verdammt, verdammt. Das ist wieder eine gute Kopfnuss hier, die sie mir da gegeben haben. Nicht damit anfangen. Der alte Knacker liest was über Armbrüste. Aber warum ist da nur eine Seite unter dem Kissen? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Das ist eine verdammt gute Frage. Wo ist der Rest? Ich weiß auch nicht, was ich damit anstellen soll mit der einen Seite hier. Ich sehe schon kommen, ich rätsel hier noch eine Viertelstunde rum und komme überhaupt nicht weiter in dieser Folge. Aber es muss doch irgendwie weitergehen. Armbrüste, da steht auch nichts drauf. Ach, ah, wie Armbrüste, Moment. Ich habe noch nie so viele Bücher in einem Ort. Ich kann keinen dieser Titel lesen. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt Englisch ist. Ja, aber A wie Armbrüste. Boah. Der alte Knacker liest was. Wo ist der Rest? Die müssen doch hier sein. Kann ich das mit der Leiter benutzen? Nee, auch nicht. Scheiße. Was mache ich jetzt hier? Den Kerzenständer. Ach, Leute, komm. Ich würde ja sagen, zünd mal eine Kerze an hier. Da lässt er sich aber auch nicht von überzeugen. Es ist zu gefährlich. Es ist alles so ruhig. Ja, ich klicke hier mich irgendwie im Kreis rum, weil ich überhaupt keinen Plan habe, was gerade Sache ist. Es ist ruhig. Das macht er auch nicht. Müsste ich nochmal zum Stall. Im Stall, das wäre jetzt völliger Schwachsinn, wenn ich jetzt nochmal zurück in den Stall gehe. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Seltsam. Weiß zieht immer zuerst, aber die Seite von Schwarz ist dem Sessel zugewandt. Ja, dann dreh das blöde Ding doch einfach mal. Das Schachbrett ist am Tisch befestigt, aber man kann es nicht drehen. Da muss ein Schließmechanismus drin sein. Dreh den Tisch. Dreh doch einfach mal den ganzen kompletten Tisch. Ich weiß nur nicht wie. Ich weiß nur nicht wie. Mit dem Schlüssel. Kann man nicht mit dem Schlüssel noch irgendwas anstellen?
Nee. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Hilft alles nichts. Ach, das hat sich auch schon erledigt hier. Der alte Mann. Mit der Armbrustseite. Mit dem Schlüssel. Moment. Alter Mann, Schlüssel. Nee. Alter Mann, Streichhölzer hat man schon, ne? Alter Mann, Korkenzieher. Ach, das gibt's doch nicht. Alter Mann, Medaillon. Was macht er jetzt hier? Ich will nicht daran denken, was passiert, wenn er aufwacht. Ich hab... Was? Oh, wenn er wüsste, was hier los ist, würde er uns umbringen. Weiß er aber nicht. Ich will nicht daran denken, was passiert, wenn er aufwacht. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ach so, das haben wir ja schon. Ach Gott. Wie verrückt er auch sein mag, er kommt schnell voran. Ja, das hatten wir auch alle schon. Ich will auch nur schnell vorankommen. Gott verdammt. Bim, 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 bim. Moment. Draußen war doch noch Schlamm. Nee, mit der Seite, das geht nicht. Schlüssel im Schlamm, Streichhölzer im Schlamm. Hier, das Ding im Schlamm. Komme ich hier wieder raus überhaupt? Nee. Das ist das Risiko nicht wert. Dann geh mal durch den Keller, aber boah, wie geht's hier weiter, Leute? Wenn man daran zieht, wird alles darin zermalmt. Den Schlüssel zermalmen? Nee. Die Seite. Boah, Leute, bitte. Das Medaillon. Nee. Jetzt hänge ich wirklich mal wieder fest. Ach, da geht's ja rein, da oben, stimmt. Ich komme hier nicht weiter. Das hängt hier an dem Bücherregal irgendwie, da hängt das dran. Ich würde jetzt sagen, ah, wie Armbrust, ne, aber... Ja, wir haben die Tür. Bücher der Reihe A, Bücher der Reihe B. Bücher der Reihe C und Bücher der Reihe D. So, und mehr gibt's hier nicht, ne? Gucken wir uns alles nochmal genau an. Ich habe noch nie so viele Bücher an einem Ort gesehen. Wie kann man die nur alle lesen? Ich dachte, es könnte eine falsche Wand sein. Aber es ist nur ein Regal. Es ist nur ein Regal. Wer würde denn Bücher stehlen? Die wiegen eine Tonne. Seltsam, hier liegen die Bücher mehr durcheinander als woanders. Aber das muss nichts bedeuten. Ich dachte, es könnte eine falsche Wand sein. Aber es ist nur ein Regal. Diese Bücher sind so eng gestellt, dass sich keins herausziehen lässt. Warum hat der Alte sie? Ich habe noch nie so viele Bücher an einem Ort gesehen. Wie kann man die nur alle lesen? Ich kann keinen dieser Titel lesen. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt Englisch ist. Ja, sowas aber auch. Es hilft mir nichts weiter mit der Leiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Alte da hochklettert. Der kommt ja nicht mal aus dem Bett, wie soll denn die Leiter hochklettern? Ich kletter da nicht drauf. Was soll ich da? Ja, das frage ich mich auch. Was soll ich hier? Ich finde den komischen Tresor einfach nicht, ne? Ich weiß, dass es hier was mit diesem komischen Schachbrett zu tun hat. Was sagt mir denn das Bücherregal hier nochmal? Alle Bücher sind echt. Das ist keine falsche Wand. Bewegt sich nicht. Verflucht nochmal. Diese Antiquitäten lassen sich toll. Der lässt sich kaum auch nur zurückziehen. Diese Antiquitäten lassen sich teuer verkaufen. Aber der kommt irgendwie nicht runter. Diese Antiquität. Hatten wir alle schon, ne? Leute, kommt euch auch alles irgendwie bekannt vor. Ich komme hier nicht weiter. Ich komme hier ums Verrecken nicht weiter.
Jetzt gehe ich wieder ins Zimmer von dem Alten, ne? So, Brian wuschelt noch da rum und der Alte liegt noch hier. Und sehr viel mehr habe ich hier nicht zur Auswahl. Wie verrückt er auch sein mag. Ja, mit Brian reden geht nicht. Hier komme ich auch nicht wirklich weiter. Ein- und ausblenden lassen. Oh Leute, ich weiß nicht, ob es an der Uhrzeit liegt oder woran es jetzt liegt, dass ich mein Hirn irgendwie nicht mehr zurechtfindet gerade. Ich laufe hier wie blöd, ne? Von A nach B, von B nach A und wieder zurück. Damit könnte ich nicht rennen. Ich will nichts, was ich nicht in die Tasche stecken kann. Ach, Kinder, Kinder, Kinder. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was übersehe ich hier? Was übersehe ich hier? Und am Schluss schlage ich mir wieder gegen den Schädel und denke mir, ach, wie einfach es doch war. Wahrscheinlich denke ich gerade wieder viel zu kompliziert. Ja, raus, raus, raus. Ach, Tim. Jetzt bin ich hier wieder beim Schachbrett. Seltsam. Weiß zieht. Ach, hatten wir schon alles. So, dreh mal. Das Schachbrett ist am Tisch befestigt. Aber man kann es nicht drehen. Da muss ein Schließmechanismus drin sein. Nee, das geht ja auch nicht mehr. Ich hätte gesagt, hier die Bettklingel, dass wenn man da dran zieht, dass es hier rund geht. Ja, aber was soll ich denn mit der Seite jetzt hier bitte anfangen? Der alte Knacker liest was über Armbrüste. Aber warum ist da nur eine Seite unter dem Kissen? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Vielleicht mal die Seite mit Prime verwenden. Sieh mal, was er da versteckt hat. Seltsam, oder? Und was ist das? Er muss es aus einem Buch über Waffen gerissen haben. Das ist merkwürdig. Ich dachte, du suchst nach einem Tresor. Ich konnte einfach nicht anders. Weißt du was? Ich auch nicht. Sieh mal, was ich habe. Ach, eine so einfach kann es sein, ne? Hübsch. Aber ich kann sie nicht öffnen. So schwer kann das doch nicht sein. Versuch du es, Schlauberger. Muss eine Art Schnappverschluss sein. Gib mal her. Ich verstehe immer noch nicht, warum der Alte nur die einzelne Seite dabei hatte. Ich sollte wohl das Buch suchen, aus dem sie stammt. Ja, so schlau war ich auch. So, was haben wir denn jetzt hier in der Tabak? Da ist eine Art Schnappschloss dran. Ich krieg's nicht auf. Verdammt. Ach, mit dem... Nee. Ach, der Schlüssel. Nee. Also das Buch suchen. Über Armbrüste. Ah, wie Armbrüste oder W wie Waffen. Ja, wie Waffen hilft mir hier nicht wirklich. Ich hab noch nie so... Ich kann keinen dieser Titel... Das hat man doch alle schon. Gibt's hier was Neues? Nee, gibt es nicht. Da ist eine Art Schnappschloss dran. Ich krieg's nicht auf. Moment, Moment. Idee. Das versuche ich noch in dieser Folge, dass ich wenigstens ein bisschen was gerissen bekomme. Ich hoffe, das klappt auch. In die Traumpresse rein. Die Tabakdose. Ja, das sieht gut aus. Er macht zumindest was. Ich muss es versuchen, sonst bekomme ich sie nie auf. Wunderbar. Wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis noch in dieser Folge. Ja. Jetzt wird es interessant. Ich muss vorsichtig sein. Ich will sie nur etwas anknacksen. Dann knack's mal. Knack, knack. So, die zerbrochene Tabakdose, liebe Leute. Was sich darin befindet. Ob wir den Tresor jetzt endlich mal in der nächsten Folge finden. Und wie das hier überhaupt alles weitergeht mit Alter Ego. Und was ist überhaupt hier mit dem Inspector Detective los? Hier mit Priston. Ja, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ja.
in der nächsten Folge und in den kommenden Folgen. Bis dahin wie immer viel Spaß im Zocken. Haut rein. Bye, bye.